fast dann fein. So Leute, ich habe heute den ganzen Tag gefastet und jetzt darf ich erst mal wieder trinken. Ich bin sehr durstig. So Leute, ich habe den ganzen Tag gefastet. Jetzt ist Iftar. Ich esse nicht, ich trinke nicht, ich fluche nicht, ich liebe nicht, ich esse nicht, ich trinke nicht, denn ich warte, bis es Iftar ist. Hey, wie geht's? Alles klar? Ramadan Mubarak. Ich faste. Echt? Du fastest wirklich? Guck, meine Brotbox. Hast du gar nichts gegessen, ja? Gar nichts. Ist es heute der erste Tag, dass du richtig fastest? Ja. Erste Mal in deinem Leben. Aber gestern wollte ich auch fasten. Gestern war nicht Ramadan. Ja, war mir egal. Ey, Luisa, Mila fastet. Sie hat noch nie gefastet. Also damals nur, bis 13 Uhr oder ab 13 Uhr. Was hast du damals gemacht? Nur 3 Stunden fasten, 3 Stunden essen. 3 Stunden fasten, 3 Stunden essen. Ich faste, ich esse, ich faste. Und jetzt ist dein erster Tag, dass du fastest? Ja. Ey, Glückwunsch. Mila, jetzt hast du noch 2,5 Stunden, dann darfst du essen. Ich weiß. Muss man in dem Alter fasten? Nein. Mit 8 muss man nicht fasten. Ich esse nicht, ich trinke nicht, ich fluche nicht, ich liebe nicht, denn ich warte, bis es Iftar ist. Hey, Imani, hast du auch gefastet? Ah. Freust du dich jetzt aufs Essen? Ah. Was willst du zuerst essen? Oh mein Gott, Leute, sogar Jindawi Balls sind am Start. Wow. Ich wurde geboren ohne zu weinen. Du wurdest geboren ohne zu weinen. Hey, kennst du das noch in Schule, wo du so gehalten hast? Und wenn man geklatscht hat, hat man gewonnen. Ah! Ah! Nein, ja! Ich hab getroffen! Ich hab getroffen! Nein! Okay, scheiße, ich hab verkackt. Ah! Ah! Leute. Ah! Ah! Mann, Nettel! So was darf man gar nicht machen, da hat man schon verloren. Man darf nicht so. Man darf sich dann auch fassen? Nein, man darf nicht. Das ist nicht erlaubt. Man darf sich antäuschen. Ja! Nein, du hast das, das war schon mal. Hey, meine Achsel schwitzen. Deine Achsel schwitzen? Ich schwitze weniger. Hey, Amerika, Amerika. Imani macht einen Einkauf. Und sie macht Schattenboxen. Imani, das ist deiner. Mach einen richtig guten Einkauf, okay? Wir fangen an mit Mandarine. Okay, noch eine Mandarine. Jetzt haben wir 7 Mandarinen. Was jetzt? Eine. Noch eine? Ah. Schmeiß rein. Was noch? Gehen wir jetzt bezahlen? Bravo! Hey, Luisa, wir sehen uns um 18 Uhr. Lass uns auf diesen Abstand bleiben, weil wir fasten beide. Ja, wir stinken. Wir haben einen krassen Mundgeruch, egal. Ich liebe dich auch trotz Mundgeruch und ich hoffe, du liebst mich auch trotz Mundgeruch. 100%. Na, das ist ein Fahrstuhl! Abirge! Hey, ich habe jetzt Imani bei Oma abgelegt und ich fahre jetzt zu Nadas Spiel. Ich bin schon sehr aufgeregt. Er fastet auch heute. Ich habe Essen mitgenommen und auch selbstgemachte Datteln, Wasser, damit er nach dem Spiel direkt essen kann. Ich war vor langem nicht mal bei einem Spiel von ihm zugucken. Er hat ja etwas Pause gemacht, deswegen freue ich mich heute extrem und ich werde euch mitnehmen. Let's go! Okay Leute, es ist schon 18 Uhr, ich bin ein bisschen zu spät. Ich hoffe, da das spielt noch nicht. Ja, ich bin schon sehr aufgeregt und ich glaube, es sind voll viele da. Ich bin allein hier. Oh mein Gott, die klatschen, warum? Ist Nada da? Nada Jidawi. Hey, what? Wohin fahren wir jetzt? Wir werden jetzt die Leute mitnehmen, wie wir unsere Zeit vertreiben. Wir sind heute nämlich bei Nadas Mama zum Essen eingeladen, also bei meiner Schwiegermama. Das heißt, ich muss nicht kochen. Es wird ein wunderschöner Tag mit ein bisschen Mundgeruch. Let's go! Was ist das? Du hast mir das gerade in die Hand gedrückt. Keine Ahnung, ein Mixer. Deine Mama braucht das für Hummus. Wie ist die Lage? Hast du schon Hunger, Durst? Ich habe großen Hunger, aber die Lage ist gut. Hast du Hunger? Nein, eher Durst.
Ich hab beides. Wir sind unterwegs in Berlin-Neukölln. Sag was zu Berlin-Neukölln. Berlin-Neukölln ist nicht unsere Gegend, aber feiern wir. Wir gehen jetzt in einen Geschenkartikelladen. Hey Leute, guckt mal, es gibt einfach Ramadan-Schmuck. Stell dir mal vor, du stehst morgens auf, du trinkst deinen Kaffee. Dann du gehst kacken. Oh, hier gibt's noch mehr. Oh, guck mal, wie schön. Salam alaikum. Wie geht's, alles klar? على الألمان بتحكي ألمان منيح؟ لا طب على العربي بجرب أنا ما بحكي منيح عربي زبطني شيء ولا متابعينك Arabische Skills. Ich kann gut Arabisch, aber könnte besser sein. Man merkt auf jeden Fall, dass ich hier geboren bin. Salim ni alle Ulad. Natürlich, gerne. Leute, noch 3,5 Stunden. Ich kann wirklich nicht mehr. Luisa, wie geht's dir? Mir geht's immer noch gut. Sehr gut, komm Luisa. Wir holen noch Süßigkeiten. Okay. Okay Leute, wir fangen hier an. Sieht gut aus, ne? Ich nehme die besten Sachen, deine Box sieht nicht so gut aus. So Leute, ich zeige euch hier schon mal das Wohnzimmer. Die haben das so schön gemacht. Guckt einfach. Hier werden wir heute alle gemeinsam essen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ich liebe das hier. Wie heißt es? Das heißt auf Arabisch Ataif. Und das schmeckt so lecker. Oh mein Gott. In 2 Minuten ist es soweit, dann dürfen wir endlich essen. Mila, hast du auch gefastet? Ja. Hast du durchgefastet? Heute hast du nichts gegessen, nichts getrunken. Nichts gegessen, nichts getrunken. Warum lachst du? Weil ich aus Versehen eine Sache gegessen habe. Was denn? Ataif, ich glaube, ihr kennt das. Ja, ja, das hat Luisa vorhin gezeigt. Hat es geschmeckt? Ja. Aber sonst hast du durchgezogen? Ja. Sehr gut. Gebt euch, Leute, wie schön hier alles angerichtet ist. Wie lange noch, wie lange noch? Fastet Coco auch? 1 Minute noch. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?